Neulich nach meinem ersten Video haben mich einige Leute angesprochen und angeschrieben und haben gefragt, warum wickelt ihr denn das Heu ein und warum stellt ihr auf die Stirnseite und lasst sie nicht einfach so liegen, wie sie lagen. Darüber spreche ich jetzt mit euch. Also was wir da einwickeln, ist die Large oder auch Silo genannt. Und das ist kein Heu, das ist Gras, das wird gemäht, einen Tag getrocknet und dann schon gepresst und eingewickelt. Dadurch, dass es nur einen Tag getrocknet hat, hat das eine Restfeuchte von 60 bis 70%. Das ist auch optimal dann gerade für Silage. Und das hat den Vorteil, wenn die Ballen eingewickelt sind, beginnt eine Vergärung. Durch die Vergärung entsteht Milchsäure. Diese Milchsäure macht die Ballen haltbar. Und das ist ähnlich wie bei Essiggurken. Essiggurken werden in Essig eingelegt oder Gurken werden in Essig eingelegt und werden dadurch haltbar gemacht. Und die Milchsäure hat denselben Effekt bei den Siloballen oder bei dem eingewelkten Gras. Die Milchsäure, die macht das Gras einfach haltbar. Dadurch, dass die Ballen eingewickelt sind sie lang lagerfähig. Und wir bevorzugen Grassilage in Rundballen aufgrund der einfachen Handhabung, der einfachen Lagerfähigkeit und der Tatsache, ich kann portionsweise füttern. Ich brauche nicht immer gleich irgendwo einen kompletten Block anzuschneiden. Ich kann hergehen, stelle mir einen Ballen dahin, 2, 3 Tage ist er verfüttert, hole ich den nächsten Ballen. Und wir haben aus eigener Erfahrung gemerkt, wenn wir uns den Aufbau von so einem Ballen mal anschauen, ein Ballen ist gewickelt und dann liegen mehrere Lagen übereinander. Also ich habe Lage für Lage für Lage. Lasse ich den jetzt normal liegen, habe ich das Problem, dass sich die Lagen beieinander drücken und dort, wo dann hier diese Druckstellen entstehen, dort fängt der Ballen an zu schimmeln. Deshalb haben wir aus eigener Erfahrung gemerkt, ist es besser, wenn man die Ballen auf die Stirnseite stellt, lässt sie dastehen, dann hat man das Problem nicht, ja? Weil der Ballen ist ja gewickelt in eine andere Richtung und dadurch kann da keine Druckstelle entstehen, dadurch kann auch kein Schimmel entstehen. Dadurch haben wir auch qualitativ hochwertige Silage. Und wir haben dieses Jahr nicht ganz so viel gemacht, wie man vielleicht sehen kann. Da sitzt noch ein bisschen was. Aber das reicht uns über den Winter und im Frühjahr können wir dann wieder frisches Gras füttern, was die Kühe natürlich umso mehr freut.